Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors 2. Wie gestern schon angedroht, heute CK aus dem zweiten Clan hier von uns. Und wie es der Thumbnail schon verraten hat, alle Neune hier mal wieder. Also richtig starker CK nach zwei verlorenen, unglücklich verlorenen CKs. Ihr seht das immer ziemlich knapp, 43, 44, 51, 54. Gab es jetzt den nächsten Sieg hier mit allen Bases. Der Gegner hat vielleicht nicht ganz so gut agiert, denn der Erste hat hier bei uns den zweiten und den dritten gemacht, sodass jemand darunter auf Schulter musste. Und das haben wir ein bisschen besser kompensiert hier an der Stelle. Haben nämlich eben mal alle Bases gedreiert hier. Das ging auch mal wieder rucki zucki hier. Und ich steige hier mal ganz wahllos ein, weil ich auch nicht alles gesehen habe, obwohl ich mit zwei Charakteren dabei war. Ich habe hier diesmal mit dem Chief und mit dem Donnerbengel agiert. Habe auch mit beiden Pech gehabt. Und mit dem Chief habe ich meinen zweiten Angriff gar nicht mehr gemacht. Ich habe irgendwie das Ende verpennt oder so, aber ich habe Glück gehabt. Die kicken mich hier nicht. Ja, und was mir aber aufgefallen ist, der Prinz Arthur hier, ist mir völlig entgangen, hat jetzt mittlerweile schon Zweier Drachen. Mir ist entgangen, dass er überhaupt Drachen hat. Und jetzt hat er schon Zweier. Ja, also ich bin hier nicht ganz auf der Höhe, was diesen Clan angeht, aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich bin trotzdem immer mal wieder da, also auch mal mit dem Donnerbengel, denn das ist ein ganz guter Spender hier, denke ich mal, in dem Clan. Und er kann hier gut gebraucht werden. Kann sein, dass ich mit dem auch mal wieder jetzt in TW1 gehe, denn der Basti selber spielt den Account so gut wie gar nicht. Er macht ab und zu mal einen Angriff, aber im Moment liegt meine Priorität dort bei ihm, vor allen Dingen auf dem Zweitdorf, denn der hat ja gerusht, also der ist irgendwann auf BH5 gegangen und hat und sieht BH4 mäßig ganz, ganz schlecht aus, und da ist das unheimlich schwer, den jetzt erstmal auf ein ordentliches Niveau zu kriegen. Denn nach wie vor, ihr habt das ja in der Folge vom Anfang der Woche gesehen, wo ich meine Basebuilder-Folge gemacht habe. Ich will auch gar nicht dran denken an diese Basebuilder-Folge oder überhaupt an diese Basebuilder-Bases. Denn ich habe mich heute so geärgert. Ich habe fast den ganzen Tag nur diese Basebuilder gespielt und war sogar mal über 2,8. Also bei 2800 Pokalen und bin jetzt schon wieder bei 2,6 runter. Also es ist echt nicht eine einzige 5er Base mal dabei. Keine, wirklich keine. Den gesamten langen Tag nicht. Und man kann schon echt viele Angriffe machen. Es ist mir nicht gelungen, irgendwie da oben zu bleiben. Also ich weiß es auch nicht. Deswegen weiß ich auch noch gar nicht, ob ich da überhaupt eine... Ich weiß, wie viele Folgen soll ich denn davon machen? Road to 3000. 20, 30 Stück, weil ich es nicht schaffe. Also es ist echt beschissen. Tut mir leid, dass man überhaupt jetzt bald BH6 sein muss, damit man diese 3000 Pokale schafft, kann ich einfach nicht glauben. Aber es ist mit meinen Vierern hier genauso. Das heißt, die Vierer kriegen nur Fünfer als Gegner. Kein einziger Vierer dabei. Keiner. Ich weiß nicht, was Supercell sich bei dieser Frustscheiße denkt. Ich muss es einfach mal so sagen. Ist ja mal selten, dass ich das so ausdrücke, aber ich weiß nicht, was die geritten hat, das Spiel so zu machen, dass das Rushen da so stark belohnt wird. Ich weiche hier zwar auf die Bilderbase, aber das nervte mich heute total ab. Und das ging mir wirklich auf den Sack, muss ich sagen. Ehrlich, ich hatte, wenn du kein 5er Gegner hast und nur 6er hast, ich meine, und die 6er waren nicht mal gut. Ja, die hatten teilweise nur ihren Helden auf 1, aber natürlich irgendwo Max Truppen, oder ich glaube, einer war dabei, der hat mich mal einfach so mit Nachthexen gemacht. 12er Level 12 Nachthexen ohne Held. Zack, einfach über meine Base rüber geflogen und mich mal eben so gedreisternt. Ich meine, ich habe seine Base natürlich nicht geschafft. Da war schon Brutzler, da war der dritte Bogenschützenturm da drin. Riesengroße Base, also kannst du knicken. Tut mir leid, habe ich überhaupt kein Verständnis mehr für. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich mich nochmal zu so einer Base-Bilder-Folge hinreißen lasse. Genug ausgeschweift, wir gehen jetzt mal in den CK rein. Also schöne Dinger hier, aber ihr seht, der Gegner ist auch stark gerusht hier. Kann man nicht anders sagen. Die Base hier habe ich mit super 99% gemacht, mit Avatar, mit einem gar nicht mal so schlechten Gohawk. Ich habe nur die Hütte da hinten in der Ecke, die jetzt schon weg ist, vergessen. Ja, da konnte ich mich wieder dran erinnern. Ich habe meine eigene Folge mal wieder nicht gesehen. Sage ja immer, Leute, guckt in die Ecken, macht die Bauhütten, und ich selber mache es nicht. Also das ist auch jedes Mal
Toto live, hätte ich mal fast gesagt. Ja, ich predige auch immer Sachen, an die ich mich selber überhaupt nicht halte. Und das macht der zu unkreativ hier etwas besser. Also ein schöner Go-Vibe tut es ja auch bei dieser Lodef, hätte ich mal fast so gesagt. Die ist ja jetzt nicht gerade so wirklich stark, aber so sah der Gegner hier in Teilen aus. Also ihr seht das hier. Das ist jetzt schon Nummer 9 vom Gegner, wird von unserer Nummer 10 gemacht und entwickelt sich aber nach wie vor gut hier. Ich hatte gestern ja auch schon in meiner Folge gesagt, ist Platz hier drin. Und wer hier also Interesse hat, mit uns ein bisschen mitzuclashen, ihr seht das ja auch in den Livestreams, ich schalte immer mal wieder hier rein, also ihr seht auch immer mal was live. Wo ich auch gleich bei den Dorfbesuchen bin, ich plane ja nach wie vor so einen kleinen Dorfbesuchstream, weiß aber immer noch nicht, wie ich den eigentlich machen soll. Und habe jetzt aber schon wieder einige Text gesammelt. Und damit das nicht so viel wird und ich nicht so viel abzuarbeiten habe, sehen wir morgen mal wieder eine Folge Dorfbesuche. Müsste mittlerweile meine 8. sein, also auch das reift. Und es kann sein, dass ich den einen oder anderen von den True Warriors da rauslasse. Das müsst ihr mir einfach nachsehen, denn ich will nicht noch mehr Werbung für unseren Clan machen, indem ich auch noch von unseren Membern die ganzen Bases zeige. Ich meine, es ist sicherlich mal wert, den einen oder anderen dort auch als Dorfbesuch zu machen. Aber es sieht dann immer so aus, als wenn mir irgendwie die Tags ausgehen und ich jetzt schon die True Warriors 2 dafür hernehmen muss, dass ich irgendwelche Bases zeigen muss. So ist das natürlich nicht. Deswegen nehme ich bevorzugt natürlich Fremde, also die ich überhaupt nicht kenne, die meinen Kanal kennen, mir einen Kommentar reingepackt haben, dass sie gerne besucht werden wollen und möchten. Und dem komme ich dann, denke ich mal, etwas eher nach. Aber mal gucken, der Lichtle hier mit einem ganz anderen Angriff und wir sehen es hier nicht. Aber der Lichtle hat mittlerweile die Golems auf 2 und jetzt geht es dabei, an die Golems auf 3 zu machen, dann auf 4, dann schöne Go-Hawks und dann hoffentlich auch ein bisschen mal an den Helden gemacht. Ist auch schon lange hier. Was hat er da in der Clanburg? Okay, er hat Lunzen in der Clanburg und ein paar Lakaien. Ja, das ist nicht schlecht. Das kann man so machen, denn du musst auch ein bisschen noch für Cleanup sorgen. Und das können die Lakaien natürlich hier richtig gut machen, aber er hat richtig viele Lava-Welpen hier in der Base. Und ich denke mal, war ein solider Angriff hier auf die sicherlich nicht ganz so starke Base hier. Aber das sah ganz gut aus. Und Queen ist jetzt auch im Regen hier mit dem Queen und mit den Loons gestorben. Also die Loons haben ja eben abgeworfen. Queen noch schön in Heilung mit den Heilern. Und so kann man das eigentlich machen. Ist eine gute Angriffsstrategie, wie ich finde, die Queen vorzuschicken mit Heilern und dann so eine Masse an Loons hier mit Lava-Hunden zu spammen. Also gute Strategie hier. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Könnt ihr auch mal ausprobieren mit meinen großen RH9er. Mit meinen RH9ern und dann nützt der Troll-Tesla hier auch nichts mehr in der Ecke. Wenn du genug Zeit hast und genug Truppen in der Base, dann ist das hier kein Thema. So, Ragnar haben wir hier mal wieder. Mein neues Tablet, das bimmelt immer so komisch. Also wenn ihr mal so einen Jingle hört, dann ist das mein Tablet. Ich habe es zwar schon komplett auf leise, aber ich glaube, ich muss das komplett stumm stellen. Sonst habe ich immer mal wieder so ein Jingle drin. Habe ich gestern schon gemerkt. Habt ihr vielleicht nicht gemerkt, vielleicht doch gemerkt. Aber der Ragnar hier mit seiner bevorzugten Kombi, so kennen wir ihn und lieben ihn. Das heißt also, mit Riesen klappt ja auch nicht immer. Ja, also ich habe auch schon von Ragnar Angriffe gesehen, die gingen total in die Hose. Also die Strategie ist hier nicht das Nonplusultra, aber sie funktioniert immer noch. Habe ich, glaube ich, vor so ein paar anderen Videos auch schon gesagt. Und für euch aber immer wieder eine Inspiration, denke ich mal, wie kann ich eigentlich so eine Base machen hier? Wie schicke ich hier Hawks? Ja, ein bisschen unglücklich, hat er ein bisschen Glück gehabt jetzt. Er schickt die Hawks immer komplett hier rein. Da kann man vielleicht noch ein bisschen auf Skillscott warten und die mal so ein bisschen Surgical hier reinschicken. Denn jetzt ist es schon an der Zeit, dass die Hawks tanken. Und da sollen sie eigentlich nicht. Hier sollen ja eigentlich die Riesen tanken, Golems tanken oder der King. Und wenn die Hawks das dann schon übernehmen müssen, ist das immer ein bisschen unglücklich. Aber es ist jetzt noch, ja gut, jetzt noch zweimal Flächenschaden da und der X-Bogen hat aber noch den King, die Queen und hat jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen Cleanup. Das sollte eigentlich reichen. Und dann war die Base ja für den RH9 auch nicht so super stark. Da hat der Ragnar hier sicherlich schon stärkere Gegner gemacht. Hoppla, ich bin da oben gerutscht.
etwas stärkere Gegner gemacht und fährt hier einen schönen Dreier ein. Also war hier ein schöner Zikat. Mich auch ein bisschen überrascht, dass wir hier 45 Sterne gemacht haben. Ich hätte nicht mit ganz so viel gerechnet. Aber oben der Gegner war mit seinem RH-10 eher schwach. Der konnte auch nur Drachenangriffe machen. Der hatte nämlich nichts. Den können wir uns gleich mal angucken. Also da konnte man... Letztendlich habe ich über nachgedacht und habe gesagt, Leute, oben packt euch mal Hexen und einen Babydrachen in die Clanburg rein. Ach nee, nur Hexen und vielleicht ein paar Bogenschützen oder so. Oder ein Magier noch, denn der konnte wirklich nichts anderes als Drachenangriffe machen, weil gerade die waren hoch. Und damit hat er unsere Neuner letztendlich hingerafft. Was eigentlich immer sehr lame ist, muss ich sagen. Aber jemand, der das ganz genau weiß, der sich sagt, komm, meine Helden, die bleiben jetzt stehen und meine Truppen, die leveln, dann der muss genau mit sowas rechnen. Und wir sehen auch gleich die Base vom ersten. Also auch das ist, na, gelinde gesagt, nicht eine Frechheit, aber es ist einfach nur scheiße. Und dann muss so ein Clan hier auch damit rechnen, dass ihr Erster, also der an erster Stelle steht, sowas von leicht gemacht wird. Warum? Das sehen wir hier nach diesem Kampf hier. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die anderen dann nicht so stark sind und hier Murks machen, dann geht so ein CK für den Gegner verloren. Clan Level 11 ist mir auch ein Rätsel, wie das werden. Also manchmal nenne ich das auch durchgestorben. Ja, also irgendwo macht es dann die Masse an CKs, dass du hier natürlich auch irgendwelche Level bestreitest. Also auch wir hatten schon mal einen Clan, der war, ich weiß gar nicht, hatte 150 Siege und war aber Clan Level 12. Also die haben Dauer verloren, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Sie nehmen halt immer die EP mit, gewinnen aber nie. Das heißt also, ihnen fehlen immer die letzten 50. Und ihm fehlen halt immer die letzten 50. Das nimmt man dann in Kauf. Aber man levelt natürlich gut. Und so kann man auch schnell Level 10 werden vom Clan-Level her. Schulte hier als RH10 schön mit der Bowler-Kombi. Gute Sache hier, Clanburg vorher gelockt. Das dauerte ein bisschen. Ich hatte mir auch mit dem Donnerbengel die Base hier ausgeguckt und auch nur mit 94% gemacht. Ein bisschen ärgerlich, weil mal wieder ein Only-Hexen-Angriff mit Heilern gelingt mir immer noch nicht. Gelingt mir als Neuner immer noch nicht. Ich habe noch nie einen Dreier eingefahren mit Only Hexen und Heilern. Also 10 Hexen, 4 Heiler und dann Bowler, Rest Hexen und ein Golem. Ist mir noch nicht gelungen. Und da habe ich die Clanburg nicht gelockt. Das war nicht so schlimm. Am Ende haben mir vielleicht 2-3 Lakis gefehlt, weil nur noch eine Ecke mit Kanonen offen war. Und das macht der Schulte hier aber viel, viel besser. Schulte war es, habe ich eben freiwillig gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr. Und jetzt sehen wir auch die erste Base hier, die wurde von Freiwild gemacht, da ist er. Ja, also wenn wir mal in die Base hier reingucken, dann fällt sofort auf, keine Luftabwehr. Ja, keine Luftabwehr, aber hier 3 X-Bögen. Ich weiß gar nicht, was er soll. Ja, er glaubt wahrscheinlich, er kommt vom Ranking so weit runter, dass er hier oben nicht steht. Aber aufgrund der Infernos steht er hier oben natürlich. Und mit 4er Drachen und lohnt es hier im Gepäck selbst nur mit Queen hier. Also er baut den King im Moment auf. Der geht auf Max Level, glaube ich. Ist so eine Base hier. Ist lächerlich. Tut mir leid. Also ist wirklich für jeden Neuner eigentlich ein Opfer. Wer das so, ich sag mal, so richtig macht, wie der Schulte, der Freiwild das hier macht. Ich verwechsel die beiden auch immer gern. Und das Einzige, was hier gefährlich ist, ist die Queen da ein bisschen in der Mitte. Naja, ist ja auch eine Low Queen. Und die Infernos. Die standen nun beide auf Multis. Der eine ein Zweier und der andere ein Dreier. Also, ja, die machen ja nicht so, die machen ja nicht mal an den Loons richtig Schaden. Muss man ja sagen. Außer die Feger stehen jetzt gut, aber auch die X-Bögen auf 1 sind ja Gelächter. An der Stelle, auch wenn es 3 Stück sind. Ja, der kann hier auch 5 in der B stehen haben und trotzdem wird die überholt werden. Oh, jetzt hat er aber die Max Tesla da. Mensch. Aber der Rest der Base ist halt kurzer und ohne Luftabwehr fliegen die Drachen hier die Base hier ganz easy ab. Ich hatte ja jetzt noch nicht mal die Queen gesetzt. Ja, die setzt er hier, glaube ich, aus Zeitgründen hier hinten gleich am Bohrer. Damit der mit weggeht, damit nicht die Drachen oder die Loons nochmal in diese Ecke hier hinten müssen. Und der Rest dieser Base hier
Ist einfach mal Geschichte, muss man mal so sagen. Also schönes Ding hier, schöne 45 Sterne. Und der nächste CK ist endlich mal wieder auf Augenhöhe. Fast nichts Gerushtes dabei. Meistens haben wir ja irgendwelche gerushte Engineering-Leute mit dabei. Und. Aber den Clan Level 11 hier haben wir da hingerafft. Und es ist auch nicht mehr wirklich weit zu Clan Level 5. Wir schauen mal nach. Also hier ist schon eine richtig krasse Sache. Wir gucken mal, wie weit wir es noch haben auf 5 hier. Also wie gesagt, hier ist noch Platz. Und wir haben, ja, so weit ist das nicht mehr. Im Moment spielen wir halt etwas kleinere CKs. Ich muss mal gerade gucken, was wir heute machen. 15er auch zurzeit, wie im Turbo S1, hat sich ein bisschen entwickelt. Ich meine, die Leute machen hier auch ihre Helden und wir sind auch nicht mehr so viele. Also 40 Stück, 10 passen hier noch rein. Und der Spruch hier, wir sind der noch kleine Clan, der geht hier sicherlich raus, wenn wir Clan Level 5 sind. Denn dann gibt es die Spendentruppe mehr hier aufs Konto. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier wieder mit dabei bin. Und die weiteren Kriege hier mitspiele, auch mit dem Donnerbengel. Bleibt also dran. Morgen mal wieder eine Besuchsfolge. Zieht euch die Besuchsfolge rein. Ich habe wieder nette Pausenfüller dabei. Und auch Ausblicke aufs Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Flashback.